Ja, Beiz gegen Becquerel oder wie Informationstechnik uns vor den Folgen eines AKW-Unfalls schützen kann. Guten Morgen, ich bin Dietrich Meyer-Ebrecht aus Aachen und ich spreche heute über das Tianjin-Dual Radiation Monitoring Projekt, TDRM. Das ist ein Projekt des FIF, das Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ja, ich spreche darüber, über ein Netzwerk für die Messung der atmosphärischen Radioaktivität, das wir entwickelt haben, das wir betreiben, das wir auch aufgebaut haben. Ja, wofür braucht man das eigentlich? Das muss ich kurz erklären. Also, wofür brauchen wir das, wenn solche Szenarien wie Tschernobyl vor 32 Jahren oder Fukushima vor 7 Jahren für uns ihren Schrecken verloren haben? Denn es war ja gerade auch Fukushima, das den Anlass gegeben hat, dass wir hier in Deutschland den Ausstieg aus der Zivilnutzung der Atomkraft eingeführt haben. Ja, aber das Thema ist nicht vom Tisch. Denn während bei uns wenigstens die alten Reaktoren abgeschaltet sind, betreibt das Ausland und teilweise ziemlich dicht an unseren Grenzen doch eine ganze Reihe von Atomkraftwerken mit alten, uralten Reaktoren, 40, 45 Jahre, fast 50 Jahre in Betrieb. Und auch wir da oben im Nordwesten in Aachen sind betroffen von 2 AKWs, die in Belgien betrieben werden, das ist Doel und Tihange, mit insgesamt 7 Reaktoren. So, nun sind die nicht ganz so nah an Aachen wie manche anderen, 65 Kilometer und 130 Kilometer, aber auch die sind notorisch störanfällig, aber sie bergen noch ein ganz besonderes Risiko und dazu ganz kurz in die Technologie dieser Reaktoren. Das sind Druckwasserreaktoren, alle 7. Der heiße Prozess, sozusagen Energiegewinnung, findet in dem sogenannten Reaktordruckgefäß statt. Das schauen wir mal an. Das ist 18 Meter hoch und 5 Meter im Durchmesser und aus hochfestem Schmiedestahl. Die Wandungen sind zum Teil bis zu 50 Zentimeter dick. Und anders oder mehr als jede Zahl über Temperatur und Druck sagen diese Dimension etwas über die ungeheure Energie, die in diesem Kessel eingesperrt ist. Schließlich ist es die Energie, die dann nachher 1 Gigawatt an elektrischer Leistung produzieren soll. So, und vor einigen Jahren hat sich bereits herausgestellt, dass zumindest bei 2 dieser Reaktoren die Wandungen durchsetzt sind durch Unmengen von Haarrissen. Und es werden mehr, oder man entdeckt mehr bei jeder nachfolgenden Untersuchung. Übereinstimmend haben internationale Experten der Reaktorsicherheit diese Reaktoren als nicht betriebssicher und gefährlich bezeichnet. Und das ist ein Skandal, wie die Betreiberfirma eben die Risiken herunterspielt und die Reaktoren noch auf Jahre, und wir wissen gar nicht, wie viele Jahre, es werden immer mehr, weiter betreiben will. Sie wird dabei unterstützt von der belgischen Kommission für Reaktorsicherheit oder von der belgischen Atomaufsicht, genau, und eben halt auch von der Politik, denn der Staat verdient eben auch kräftig daran, diese Reaktoren, die produzieren jeder pro Tag für 1 Million Euro Strom. Ja, das besondere Risiko ist jetzt, wenn so ein Reaktordruckgefäß zum Bersten kommt, dann werden momentan riesige Mengen radioaktiven Materials in die Atmosphäre geschossen. Und Modellrichtungen zeigen, dass binnen Stunden ein Areal, das über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinausgeht, kontaminiert wird, und ein kleineres Areal würde voraussichtlich dauerhaft unbewohnbar werden, und da liegt auch unsere Stadt drin.
Immerhin hat der Druck der Bürgerbewegungen in der Zwischenzeit die Politik dazu gebracht, Vorsorgemaßnahmen einzuführen, unter anderem Jodtabletten an die Haushalte zu verteilen, Kindergärten und Schulen. Nun, Vorsorge, das heißt, ich muss vorher Bescheid wissen, was da auf mich zukommt. Und da ist das große Problem, da klingelt es, denn wer informiert uns, wenn es zum GAU kommt, in Tihange oder Doel? Wie werden wir informiert und vor allen Dingen wann? Wir können uns alle vorstellen, dass der Dienstweg über besonders zwischenstaatlich, über die vielen Etagen, Stunden dauern wird. Und in Aachen haben wir auch mit den belgischen Behörden nicht so dolle Erfahrungen gemacht, was deren Informationswilligkeit angeht. Störfälle in der Vergangenheit sind oft spät gemeldet worden, runtergespielt worden. Naja, und dann wissen wir ja von allen größeren Reaktorkatastrophen, dass die Öffentlichkeit spät oder zum Teil sehr spät erst über das Ausmaß der Gefährdung informiert worden ist. Und da ist die Frage, können wir etwas tun, um uns einen Informationsvorsprung zu verschaffen? Ja, das können wir. Ein guter Indikator ist die Radioaktivität in der Atmosphäre. Denn bei jedem größeren Unfall, speziell eben halt bei Katastrophen, steigt sofort eben halt auch die Radioaktivität an. Wir müssen sie messen. Wir brauchen ein Netz von Messstellen, insbesondere auch um die AKWs herum und auch in der Region. Und die Information, die muss öffentlich zugänglich sein und muss öffentlich einfach zugänglich sein. Und die Information muss zeitnah auch herausgegeben werden. Und solche Netze müssen unabhängig sein. Es gibt eine Reihe von Netzen, von öffentlichen Möglichkeiten, sich zu informieren. Netze, die von Behörden oder auch von NGOs betrieben werden. Aber deren Messstellen sind oft nicht dicht gesät oder nicht dort, wo wir sie wohl haben möchten. Die Information ist oft sehr umständlich zugreifbar. Ich kriege nicht schnell genug einen guten Überblick. Die erfolgt in allen Fällen nicht zeitnah, sondern erst mit Stundenverspätung. Und wir wissen nicht, wer diese Netze dann letztlich kontrolliert. So haben wir vor 2,5 Jahren, als ein ganz kleines Team aus der FIF-Regionalgruppe in Aachen den Entschluss gefasst, selber Hand anzulegen. Und wir haben uns natürlich erstmal gefragt, was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu ganz links Messgeräte, die die Radioaktivität der Umgebung, wir konzentrieren uns erstmal hier auf Gammastrahlen, messen können. Besondere Eigenschaft, sie müssen ihre Messwerte ins Internet geben können. So, wir brauchen Menschen, die möglichst in der Umgebung der AKWs wohnen und so ein Messgerät in der Nähe oder im Außenbereich ihres Hauses aufstellen und dafür sorgen, dass die Information über ihren Internetrouter ins Internet geht. Wir brauchen einen zentralen Datenpool, wo die Daten von vielen Messstellen gesammelt werden und aufbereitet und eben veröffentlicht werden können, sodass man sie frei zugänglich haben kann. Wir konnten, und das war ziemlich schnell klar, ein geeignetes Messgerät nicht kaufen, aus Preisgründen und auch, weil nicht immer die Eigenschaften, die wir verlangten, eben gegeben waren. Also mussten wir selber bauen. Da gab es eine sehr schöne, schon existierende Plattform, das Open-Source-Projekt PIGI, aufbauend auf einem Raspberry Pi, darauf gesteckt, sieht man hier eine kleine Platine, die die Hochspannung für den Betrieb des Geiger-Müller-Zählrohrs da unten herstellt, eine Hochspannung von 500 Volt. So, ja, und von diesen Geräten haben wir in der Zwischenzeit über 30 gebaut und haben jetzt gerade 26 aufgestellt, die meisten in Belgien, einige wenige im grenznahen niederländischen Bereich und einige weitere noch im westlichen Nordrhein-Westfalen. So, alle diese
Messgeräte, alle diese Sensorstationen, sagen wir. Wir wollen eigentlich nicht sagen, dass es Messgeräte sind, es sind Monitoren. Denn wichtig ist für uns nicht die genaue Messung, sondern dass es das schnelle Ansprechen. Und wer so ein bisschen Bescheid weiß mit stochastischen Größen, der weiß, man kann nur das eine oder das andere. Man kann entweder schnell sein oder man braucht Zeit, um genau sein zu können, weil das eben halt ein stochastischer Prozess ist. So, wir wollen schnell sein, innerhalb von einer Viertelstunde messen wir und stellen das Messergebnis auch ins Netz. So, und all diese Messdaten, die landen eben bei unserem Server. Dieser Server, der hat als Kern erstmal eine MySQL-Datenbank. Zu dieser Datenbank senden wir als HTTPS-String die Daten. Das wird dadurch möglich, dass die Datenbank eingehegt ist durch eine REST-API, sodass wir eben halt keine Datenbankkommandos übers Netz geben müssen. Das hat auch den Vorteil, die Standard-Web-Dienste zu benutzen, dass man eben halt keine speziellen Ports auf den Routern öffnen muss. So, dann kommt aus dieser Datenbank über die REST-API entnimmt sich eben auch die Website die Daten und stellt sie ins Netz. Das Ganze ist implementiert auf einem virtuellen Server, den wir administrieren und der eingelagert ist in einen Server, den das FIFT betreibt. So, und darauf liegt eben halt auch die Website tdrm.eu. Zunächst mal dargestellt eben halt die geografische Verteilung der 26 Sensorstationen. Sie sehen eben halt konzentriert um das Kernkraftwerk Doel da oben links und das Kernkraftwerk Tihange unten weiter unten rechts. Diese Fähnchen, die sind natürlich interaktiv, man kann sie anklicken, kriegt dann den aktuellen Messwert, kann eben halt in Zeitdarstellungen und präzisere Ortsdarstellungen gehen, aber das Wichtigere ist, und das ist das Alleinstellungsmerkmal unserer Website oder unseres Netzes, dass man auf einen Blick einen Überblick erhält über die aktuelle Situation in der gesamten Region. Die dunkelgrünen Balken, das sind die aktuellen Messwerte. Die hellgrünen sind die Mittelwerte der letzten Stunde. Was man oben noch sieht an Reitern ist, dass man zurückgehen kann auf jeden beliebigen Tag, jede beliebige Woche, jeden beliebigen Monat und sich retrospektiv auch die Daten im Archiv anschauen kann. Und natürlich ist diese Seite verlinkt, einmal nochmal mit detaillierteren geografischen Darstellungen, von denen aus man dann auch wieder weiter verlinken kann oder eben halt verlinkt mit Zeitdarstellungen, mit Zeitdiagrammen über die letzte Stunde, letzten Tag, letzte Woche, letzten Monat. So, dann haben wir eine ganze Menge Hintergrundinformationen da gebracht zu Medizin, medizinische Aspekte und technische Aspekte. Und diese Website ist, und das auch eben wesentlich, viersprachig, außer Englisch, Französisch noch für die Belgier in der Wallonie, Niederländisch für die Belgier in Flandern und natürlich auch für die Niederländer und Deutsch für unsere deutsche Seite. Ja, was haben wir erreicht durch dieses Netz, was wir jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren betreiben? In der Zwischenzeit ist es eben halt ausgebaut worden. Und eben halt auch diese Website, die ich eben gezeigt habe, ist auch relativ neu. Vorher hatten wir eine sehr viel primitivere. Ja, was wir erreicht haben, das Wesentliche ist, wir erfüllen ein gesellschaftliches Informationsbedürfnis. Denn also ganz generell, Menschen möchten wissen, was um sie herum passiert. Und gerade wenn es eben halt hier um diese nicht greifbare Größe radioaktive Strahlung geht, vor allen Dingen auch in dieser sensibilisierten Situation in Aachen, dann ist die Unsicherheit sehr groß und
Da geben wir sozusagen dieser abstrakten Größe eine Gestalt, indem wir sie in Zahlen und Grafiken ausdrücken. Das war so unser Motto: TDRM macht Strahlung sichtbar. Ja, und gleichzeitig unterstützen wir auch die Protestbewegung, denn informierte Menschen, eine informierte Öffentlichkeit ist besser in der Lage, ihre Bedenken, ihre Wünsche, ihre Befürchtungen zu artikulieren und eben halt auch ihre Forderungen argumentativ zu untermauern. Ja, und schließlich so ganz nebenbei machen wir auch noch ein bisschen Druck auf die Politik, gucken sozusagen ja ihnen über die Schulter. Eine Frage ist dabei noch nicht beantwortet. Die kommt bestimmt aus dem Publikum. Was macht ihr, wenn eure Messwerte den Ernstfall signalisieren? Und natürlich werden wir dauernd bombardiert sozusagen von Anfragen. Könnt ihr nicht eine App machen, die eine Warnmeldung herausbringen, wenn da was Ernsthaftes passiert? Nein, das ist ein No-Go. Denn auf der einen Seite obliegt das einzig und allein den zuständigen Behörden, Warnmeldungen herauszugeben an die Öffentlichkeit. Und dann kommt natürlich das Problem, wenn wir das machen würden, die Verantwortung für die Folgen, die könnten wir überhaupt nicht tragen. Aber natürlich wollen wir unser Wissen nicht für uns behalten. Und es war von Anfang an unsere Strategie, dass wir eben dann, wenn Auffälligkeiten beobachtet werden, die entsprechenden Behörden informieren. Die entsprechenden Behörden, Katastrophenschutz in Aachen. Nun ja, wir sitzen nicht 7/24 vor den Schirmen. Das heißt, wir müssen das auch automatisch machen können. Kein Problem, Grenzwerte automatisch zu überwachen und auch vielleicht noch dann entsprechend auf Plausibilität abzuschecken. Aber dann müsste eben halt auch automatisch die Meldung weitergehen. Und das muss natürlich vorher eingestielt werden mit den entsprechenden Behörden. Wir sind schon relativ frühzeitig auf den Chef des Katastrophenschutzes, gleichzeitig der Leiter der Aachener Feuerwehr, zugegangen, um uns da sozusagen ins Gespräch zu bringen. Und also die erste Reaktion war, dass er uns die kalte Schulter zeigte und eben sagte, naja, ganz nett, aber für ihn uninteressant. Ich habe ja so meine Informationsquellen. In der Zwischenzeit hat er aber gemerkt, dass er damit auch doch auf relativ unsicheren Eis wandelt. Denn seine Informationsquellen, das ist das Bundesamt für Strahlenschutz, was natürlich dann erst weiter informiert, wenn sie eben halt verbindliche Informationen von der Quelle des Unglücks haben. Oder wenn sie eben selber auf deutschem Grund was gemessen haben. In jedem Fall vergeht wertvolle Zeit. Und das ist ihm klar geworden und deswegen ist er praktisch 180 Grad geschwenkt und ist heute fast enthusiastisch bezüglich einer Zusammenarbeit. Sagt, okay, wir sind sozusagen die informelle Speerspitze oder Sensorspitze im Feindesland. Wir werden natürlich, also dieser Prozess wird jetzt gerade, ist dabei, so was wird diskutiert und implementiert zu werden. Wir werden eben halt im Falle einer entsprechenden Meldung aus unserem System eine E-Mail an die Zentrale des Aachener Katastrophenschutzes, gleichzeitig Zentralleitstelle der Feuerwehr geben. Und dort wird der Disponent dann, wenn diese E-Mail einläuft, ein Protokoll aufrufen, das ihm sagt, okay, welche Personen sind jetzt umgehend zu informieren, welche Maßnahmen zu ergreifen. Denn in dem Moment, wo diese Meldung kommt, ist der Katastrophenschutz in der Verantwortung zu handeln. Dann muss er eben halt sich weiter informieren, was steckt dahinter. Und das ist jetzt eben nicht so, dass sie dann keine Informationsmöglichkeiten haben in Belgien. Die haben natürlich ihre inoffiziellen Kontakte. Aber die muss man proaktiv anfragen. Von denen kann man nicht erwarten, dass man eben halt auch sofort und freizügig informiert wird. So, wir haben dazu als sozusagen Unterstützung eine spezielle Website gebaut, die anders als die für die Öffentlichkeit die kritischen
Messergebnisse entsprechend farblich herausheben, auch natürlich die Orte nochmal kennzeichnen, wo etwas im Gange ist. Ja, wo stehen wir jetzt, wenn wir Resümee ziehen? Die letzte Entwicklung, das motiviert uns unheimlich und lässt uns ein bisschen vergessen, dass wir am Anfang nicht übersehen haben, was wir uns da aufgeladen haben, wie viel Arbeit da drin steckte, auch mit unserer relativ kleinen Mannschaft. Die meisten sind voll im Beruf und können auch nur irgendwo sporadisch mit anpacken. Und wir haben auch nicht übersehen, dass wir uns auch eine ziemliche Verantwortung auferlegt haben. Denn wir können jetzt nicht einfach dieses Netz wieder abschalten. Das ist da und Hoffnungen werden da reingesetzt durch die Bevölkerung. Ja, auf der anderen Seite, was motivierend ist, ist nachhaltig in ganz vieler Hinsicht. Natürlich eben halt die Kooperation zwischen NGO und Behörde. Wenn das wirklich eingestielt wird und arbeitsfähig ist, dann ist das was Exemplarisches. Dass wir eben halt ein gesellschaftliches Informationsbedürfnis erfüllen, habe ich schon was gesagt. Wir grenzübergreifende Beziehungen sind auch ein wichtiger Punkt. Die brauchen wir, die müssen wir schaffen. Und das ist hier in diesem Fall auch ein sehr delikater Punkt, denn die belgische Bevölkerung, die ist traditionell eben halt doch noch sehr pro AKW. Und da kommt uns schon manche Kritik, auch herbe Kritik entgegen. Wir arroganten Deutschen wollen den Belgiern sagen, was sie mit ihren Atomkraftwerken machen sollen. Da fällt sogar dieses böse Wort von der dritten Invasion Deutschlands in Belgien. Ja, aber auf der anderen Seite, wir lernen einfach viel und wir schaffen auch Netzwerke. Wir fördern auch den Protest in Belgien. Dort sind sozusagen auch unsere sozusagen technischen Netze so ein Kernpunkt für die Netzwerkbildung unter den Menschen. Ja, was wir gemacht haben, ist natürlich Open Source. Wenn Initiativen und Gruppen aus anderen Bereichen, die ähnliche Probleme haben, auf uns zukommen, die werden wir natürlich gerne unterstützen und im vollen Umfang. Was wir nicht tun, wir werden unseren Quellcode nicht ins Internet stellen, um uns nicht da an der Stelle unnötigerweise angreifbar zu machen, denn das ist ja auch noch so ein sensibles Thema, darüber kann man auch noch lange reden. Ja, und das Letzte ist, dass das Projekt auch zur Abwicklung einer nicht nachhaltigen Technologie beiträgt. Ja, kurzer Blick noch auf das Team, wie es jetzt ist, und dann kann ich Sie einladen, unsere Website ttrm.eu zu besuchen. Und ich kann Sie auch dazu noch einladen, unseren Stand im Foyer vom FIF zu besuchen und danke Ihnen. So, jetzt wäre noch Zeit für Publikumsfragen. Wie sieht's aus? Ja. Ich habe gleich zwei Fragen, die aber im Zusammenhang stehen. Also das Bundesamt für Strahlenschutz gibt ja die Messwerte jede Stunde von 1800 Messstellen in Deutschland ins Internet. Ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt der Unterschied von euren Messstellen zu deren Messstellen ist, von, ich sag mal, der Aktualität her. Und zweite ist, habt ihr mal mit dem Bundesamt für Strahlenschutz gesprochen, ob ihr eure Messstellen denen nicht zur Verfügung stellen könnt, dass sozusagen da eine Synergie gemacht wird im Sinne der Bevölkerung? Okay, also ein Unterschied ist, dass wir eben halt uns darauf konzentrieren, in Belgien zu messen, ja. Und das Netz, von dem du sprachst, ist ja eben halt für Deutschland, nicht? Und ja, und die Stunde, genau.
Ja, wir kriegen also sofort, also wir kriegen alle Minute den aktuellen Messwert, ja. Okay, ja. Ja, lass uns die Thema, haben wir alles auch lange diskutiert, ja. Wir würden ja nicht die Arbeit gemacht haben, wenn es das alles schon gäbe, ja. Also ich wohne ja in Freiburg und Fessenheim ist 22 Kilometer Luftlinie von Freiburg, also wesentlich näher als die Orange und Dohl. Und ich glaube, es ist exakt die gleiche Technik. Und man misst auch ständig Haarrisse in der Wand. Und die französische Regierung hat gerade wieder die Schließung des AKWs wieder herausgeschoben. Siehst du irgendeine Möglichkeit, dass immer in Frankreich, in der Nähe, im Elsass, irgendwelche Messstellen oder auch was Entsprechendes etabliert werden könnte? Persönlich kenne ich keine, habe ich keine Kontakte zu Leuten, die sowas aufstellen würden. Ja, ich meine, natürlich ist die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal sozusagen zu duplizieren, ja. Aber es muss dann schon von einer regionalen Initiative ausgehen. Denn ich meine, unser wichtigster Punkt ist, dass wir eben halt Menschen auch drüben in Belgien, und das würde für euch ja genauso gut gelten, eben kennen, die eben halt uns zuarbeiten, ja. Und da ist eben halt einfach wichtig, dass man das Netzwerk der Protest der Bürgerbewegungen in Gang setzt, um diese Beziehung zu knüpfen. Ja, ihr habt natürlich einen großen Vorteil. Ihr könnt das einfach kopieren, ja? Nicht? Also ich meine, es kostet Arbeit. Also ich selber habe, weil kein anderer zu Zeit hatte, habe ein Dutzend von diesen Messstationen zusammengebaut und das hat mich, was weiß ich, 2 Tage gekostet, ja? Oder? Meine Frau sieht das anders. Ja, okay, gut. Ja, und ich. Also bei uns, wir hatten so mit einem halben Jahr Vorlauf, vor 2,5 Jahren, vor 2 Jahren sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen und da hatten wir, glaube ich, 6, 7 Stationen und eine sehr primitive Website, ja. Und das hat eben, das Tolle ist, dass wir jetzt vor einem Jahr ungefähr, dass sich ein professioneller Webentwickler, der inzwischen auch im Ruhestand ist und auch noch eine nette Aufgabe suchte, dazu gesellt hat. Und der hat das Ganze nochmal gründlich umgebaut und hat eben diese Joomla-basierte Website gemacht und richtig auf dem CMS-System und so weiter, ja. Aber sie ist jetzt da, nicht? Das ist ja das Tolle. Ich denke, da steckt dann wenig Arbeit drin. Aber die meiste Arbeit steckt dann wahrscheinlich da drin, die Leute zu finden und auch die Stationen zu betreuen. Die fallen hin und wieder aus und was weiß ich. Und dann muss man gucken, wie man das mit den Leuten regelt, auch wenn sie eben halt kein technisches Know-how haben. Also da steckt sozusagen laufende Arbeit drin dann. Ja, danke. Ich wink mal. Ja. Danke für das tolle Projekt, finde es wichtig. Ich habe eine Frage. Verbreitungswolke, basiert die auf der Annahme einer Windrichtung? Weil es ja, natürlich. Das war jetzt bei den vorherrschenden, Bemerkung, die ich nicht gemacht habe. Südwestwinden, nicht? Also es könnte praktisch natürlich auch überall anders hingehen bei anderer Wetterlage. Genau. Aber die Simulation sozusagen des Frühwarnsystems, ihr habt ja so ein Frühwarnsystem, so verstehe ich das, die berücksichtigt das dann nicht, muss er ja auch nicht. Ja, ich meine, der Idealfall wäre, dass wir noch viel dichter unser Netzwerk hätten, dass wir sozusagen über die Stationen verfolgen könnten und dass wir Wetterdaten eingebunden haben. Auch das ist natürlich eine Sache, die uns so noch vorschwebt, dass man eben halt gleichzeitig eben halt mit der Darstellung des Levels der Radioaktivität noch eine Windrichtung und Windstärke bekommt, ja, und dann abschätzen kann, wie was passiert. Aber okay, jetzt muss man sich das woanders zusammenklauben.
Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Wie viel Zeit schätzt ihr, spart ihr dadurch, dass ihr in Belgien messt und jede 5 Minuten, so habe ich es verstanden, einen Wert habt? Habt ihr da eine grobe Schätzung? Ja, das hängt ab von der Windstärke, nicht? Klar. Also bei mittleren Windstärken sagt man, zwischen 2 und 4 Stunden braucht es von Tihange 65 Kilometer eben bis nach Aachen zu ziehen, ja. Und ich meine, wenn der Katastrophenschutz tatsächlich dann sagt, okay, da ist was los, dann hat er mindestens mal diese Stunden gewonnen. Gut, er muss erstmal den Prozess des sich selber, des Vergewisserns ankurbeln, aber dann ist mit Sicherheit noch so viel Zeit, aber dazu muss noch viel geschehen. Dazu müssen zum Beispiel diese ganzen Mechanismen eben halt auch, wie die Bevölkerung benachrichtigt werden und wie sie schon vorinformiert ist, was eben halt passieren muss. Also Jodtabletten einnehmen, damit die rechtzeitig eingenommen werden, sich zurückziehen in die Häuser, nicht mehr rausgehen und warten, bis erstmal das Grobe vorbeigezogen ist und dann gucken, ja, also das gibt schon Katastrophenschutzpläne, aber die sind nicht präsent, ja. Also das ist viel, da ist viel noch zu machen, nicht? Aber ich meine, unsere Sache, die stößt das auch an, ja. Mich würde interessieren, wie ihr zu dieser rechtlichen Einschätzung gekommen seid, dass ihr quasi keine Frühwarnung de facto rausbringen dürft. Also wie sozusagen, mit wem, wie kam das sozusagen raus, dass ihr womöglich, wenn ihr sozusagen einen False Positive Alarm loslegt, quasi auf 3 Milliarden Schadensersatz im ganzen Einzugsgebiet verklagt werden könnt? Oder was sozusagen dahinter steht? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, euer Quellcode ist offen, aber nicht im Internet. Wie würde eine interessierte Partei da rankommen? Also hier ist die erste Frage. Ich kann jetzt keine juristische, also wir haben das dann auch nicht juristisch nachprüfen lassen. Es ist einfach irgendwo logisch, dass wenn wir uns überlegen, wir geben jetzt sozusagen irgendwo so eine, wir haben eine Warn-App und die Leute setzen sich in dem Moment ins Auto und fahren weg, ja, dann ist natürlich in dem Moment irgendwo das große Chaos auf allen Straßen. Und allein dieses Chaos richtet schon Schäden an. Nicht also etwa, dass die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen, dass wir daher verklagt werden, dass irgendwelche Handwerker ihre Aufträge nicht ausführen konnten oder was weiß ich, Unfälle passieren und so etwas. Es ist eine Annahme, nicht? Und ich möchte das eigentlich jetzt auch nicht weiter diskutieren. Wir bleiben einfach dabei, dass so ist, ja. Und ja, also es wird auch diskutiert, dass Apps entwickelt werden. Wir können es nicht, wir haben keine Kapazität dafür, wo man sich selber einstellen kann, die eben halt dauernd die Daten abfragen, wo man sich selber einstellen kann, dass man da sagen kann, okay, ich sehe in meiner App, dass ja, da etwas sich gefährlich entwickelt hat. Das kann niemand verbieten, das kann jeder machen. Nicht? Wir haben auf unserer Website eben stehen, dass jeder, wer das macht, eben das mit eigener Verantwortung macht. Ja? Letztlich ist das dann dasselbe, als wenn sie dauernd 5 Minuten proaktiv eben halt diese Daten abfragen. Nicht? Augenblick, da war noch eine zweite Frage. Ach so, wie man... Ja, darf ich diese Frage noch beantworten hier? Das geht auch ganz schnell. Einfach sich mit uns in Verbindung setzen, wenn jemand das eben halt nachbauen möchte. Ja, Dankeschön.